Wir sind zu Gast in der Koblenzer Altstadt und treffen Gastronom Joe Wilbert in seinem Wirtshaus Altkoblenz. Vor gut einem Monat wurden hier die Türen für Besucher endlich wieder geöffnet. Ein Moment, auf den der Gastronom ganze 1106 Tage warten musste, nachdem ein Brand am frühen Morgen des 23. Mai 2018 sein Leben veränderte. Was geht in mir vor? Sobald ich ein Feuerwehrauto höre, denke ich immer an diesen Morgen. 6.30 Uhr, wo bei uns das Telefon schellte. Ich bin Apnoeiker, ich habe so eine Maske und ich höre nur, wie meine Freundin sagt, ja, ja, ja. Ich war glockenhell wach, ich dachte, ein Einbruch oder sonst irgendwas. Und dann hat sie gesagt, mach dich direkt fertig, es brennt. Und natürlich weiß man in der Auskunft nicht, was brennt jetzt da alles. Mein erster Gedanke war natürlich, dass ich dann dem Polizisten, der bei mir dann am Telefon war, als meine Frau mir das Telefon gab, sagt, ist irgendwas den Menschen passiert? Nein, Gott sei Dank nicht. Die wurden alle evakuiert. Und das Dach hat gebrannt. Es gab einen Aufwind oder sonst irgendwas. Kabel waren angeschmuggelt. Also man kann das jetzt gar nicht sagen, was im Einzelnen da passiert ist. Auf jeden Fall hat der Dachstuhl gebrannt. Und dann kam natürlich, was kommen muss, die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, kamen in Massen auf uns zu und hier ist es, man kann das gar nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Dann der Geruch aus dem Lokal heraus mit dem Verbrannten aus der Küche und dann dieser schreckliche Rußgeruch und dann dieses Wasser, was nicht mehr aufhörte zu laufen aus dem Dach raus. Und im Endeffekt haben wir dann erfahren, es sind weit über 180.000 Liter Wasser durchs Dach, durch das Haus gelaufen, natürlich dann auch in das Erdreich versickert und dann natürlich auch in unser Gewölbe. Und wir haben viele Schäden durch das Wasser gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Koblenzer Feuerwehr samt der Freiwilligen Feuerwehr, die haben einen super Job gemacht. Und natürlich, aber das war die Geschichte, ist ganz einfach, sobald ich ein Feuerwehrauto höre, bleibt mir der Atem stecken. Das ist eine Erinnerung und auch wenn irgendwo einer einen Geruch hat oder sonst irgendwas, wo man muss brennen oder jetzt im Winter, wenn dann Kamine an sind, dann riecht man. Man hat ein ganz anderes Geruchsempfinden. War eine schreckliche Situation, muss ich sagen. Und ja, die hat meine Frau und ich, auch die ganze Familie, ziemlich aus der Bahn geworfen. Da dieser Moment, der 23.05.2018, der wird, solange ich lebe und daran denken kann, unvergessen sein. Kurz darauf folgte die traurige Gewissheit, denn die Schäden im Gebäude waren größer als anfangs ohne Expertenwissen eingeschätzt. So verzögerten sich die Sanierungsarbeiten und die Wiedereröffnung des Altkoblenz rückte in weite Ferne. Nach langer Zeit dann konnte endlich ein bedeutender Sanierungsfortschritt verzeichnet werden. Doch dann der nächste Paukenschlag. Dann hat die Stadt Koblenz hier gebaut, wurden neue Wasserleitungen gelegt. Und wie der Teufel das will, war Freitag, die stellen das Wasser an wieder, weil sie dachten, sie bräuchten für irgendwelche Arbeiten noch, die hier gemacht werden müssen. Und irgendein Arbeiter hat vergessen, das Wasser in einer Wohnung abzudrehen. Und dann floss das ganze Wasser wieder in die neu abgehangene Decke hinten im Gastraum rein. Da musste die ganze Decke wieder rausgerissen werden. Das waren dann auch noch mal 8 Wochen. Doch damit nicht genug. Denn wie allseits bekannt, sollte dies nicht der letzte Verzug sein. So wurde auch die für Oktober 2020 angesetzte Wiedereröffnung durch einen erneuten Lockdown zerschlagen. 3 Jahre Wechselbad der Gefühle. Immer wieder gibt es Hoffnung auf einen baldigen Restart. Doch immer wieder wird diese zerstört. Und wir waren wirklich, muss ich sagen, oft daran zu sagen, nein, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr. Ich meine, ich werde jetzt in Bälde 68 Jahre alt und dann muss man auch mal bedenken, irgendwann ist mal genug. Doch der Gastronom hat sich für das Weitermachen entschieden. So erstrahlt das Altkoblenz seit dem 2. Juni im neuen Glanz und Joe Wilbert zieht eine positive Bilanz. Die Gäste, die Koblenzer Gäste haben gewartet und mit Briefen haben wir bekommen, ich weiß gar nicht was alles. Wetter spielt natürlich uns jetzt nicht gerade in die Karten, so wie es ist. Aber das kennt man ja hier, dass das Wetter in Koblenz ist, ja, wenn es woanders die Sonne scheint, regnet es hier. Und wenn es hier regnen soll, scheint es Sonne. Aber das ist unser Koblenz. Das ist das Navida-Becken, da müssen wir durch. Aber man sieht es ja auch, draußen sitzen Leute, hier drin sitzen Gäste und wir passen auf alles auf. Na dann,
wünschen wir dem Alt-Koblenz und natürlich allen Gastronomen im Sendegebiet, dass es der Wettergott schon bald wieder besser mit uns meint und wir uns dann alle wieder auf sonnige Stunden in der lokalen Gastronomie freuen dürfen.